Es gibt über 200 verschiedene Arten von Kopfschmerz, die meisten davon harmlos. Aber es kann auch eine lebensbedrohliche Krankheit dahinter stecken. Wie Sie gefährliche Kopfschmerzen erkennen können, dazu jetzt mehr im ZIP-Service. Ganz genau, Dr. Clemens Fahrich ist bei uns, ärztlicher Direktor des Evangelischen Hubertus-Krankenhauses in Berlin. Klasse, dass Sie Zeit haben. Wir müssen jetzt aber nicht vor jedem Kopfschmerz Angst haben, dass er lebensbedrohlich ist, oder? Nein, die meisten Kopfschmerzen sind wirklich eher harmlos. Sie sind sehr lästig und können ein schonendes Leben schwer machen. Aber Gefahren verbirgen sich in einem ganz kleinen Bruchteil nur dahinter. Man muss aber die Kopfschmerzen ernst nehmen und schon den Ursachen nachforschen. Es kann sich zum Beispiel eine versteckte Bluthochdruckerkrankung dahinter verstecken, weswegen es auch sinnvoll ist für jüngere Leute, sich da rasch diagnostizieren zu lassen. Bei 200 verschiedenen Kopfschmerzarten, haben wir gerade gehört, ist das natürlich schwierig. Welches sind denn die häufigsten Kopfschmerzen? Häufigsten Kopfschmerzen sind meist auch die harmlosen Kopfschmerzen. Das sind Spannungskopfschmerzen. Das heißt, auf dem Boden einer verspannten Wirbelsäulenmuskulatur strahlt es meistens vom Nacken in den Kopf hin hinaus. Das ist mit Abstand der meiste Kopfschmerz. Dann auch migräneartige Kopfschmerzen, die können sehr stark variieren. Das können sehr leichte Symptome sein, aber das kann auch ein richtiges Gewitter im Kopf geben mit heftigsten Beschwerden. Patienten ziehen sich zurück, sind lichtscheu, müssen sich zum Teil übergeben. Also es gibt eine große Streubreite der Intensität der Beschwerden bei Migräne. Auch wenn die meisten harmlos sind, trotzdem können sie quälen. Was soll ich tun? Wichtig ist, dass man die Ursache versucht herauszubekommen. Das heißt also auch mit dem Hausarzt dort früh in Kontakt zu gehen. Gerade bei Spannungskopfschmerzen sind ja die häufigsten Ursachen eine falsche Haltung oder eine falsche Belastung. Ja, wir sind ja also eine Computergesellschaft, sitzen sehr viel am Monitor. Allein schon so eine schräge Haltung kann dafür sorgen, dass die Nackenmuskulatur verspannt ist. Bei mir reicht es schon, irgendwas falsch anzuheben. Genau. Am nächsten Tag, der ist gelaufen. Wenn Sie etwas tragen mit beiden Armen, ja, dann zieht das eben runter. Das kann die Muskulatur verspannen und das macht dann am nächsten Tag einen heftigen Kopfschmerz. Das heißt, man muss so wie so ein kleiner Kriminalist da rangehen und sich überlegen, was hat man vorher gemacht, dass dieser Kopfschmerz ausgelöst wurde. Können Patienten überhaupt unterscheiden, welche Kopfschmerzen gefährlich sind und welche nicht? Der Patient selber kann es eigentlich nicht unterscheiden. Allerdings die Kopfschmerzen, die wirklich dann gefährlich sind, die kündigen sich meist so dramatisch an, dass man jetzt merkt, da ist etwas passiert, was nicht normal ist. Das heißt, wenn die Charakteristik des Schmerzes sich ändert, der Patient hat vernichtungsartige Schmerzen, es kann einseitig sein, es kann mit Erbrechen einhergehen. Also da merkt man schon, jetzt ist was anderes und man muss schnell sich behandeln und untersuchen lassen. Vernichtungsartige Schmerzen, das ist sehr schön umschrieben. Was tun in so einem Fall dann? Also wenn wirklich der Schmerz ganz anders ist, als man ihn vielleicht kennt. Wenn das wirklich so heftig wird, wie ich es eben beschrieben habe, auch dass man Erbrechen einsetzt, dann sollte man wirklich in die Notaufnahmen der Krankenhäuser gehen und das rasch untersuchen lassen. Eine Patientin, die genau sowas erlebt hat, die war so tapfer und freundlich, sich einfach mal unseren Kameras zu stellen und erzählt hier kurz, was ihr passiert ist. Gegen den Schmerz helfen nur Pinsel und Farbe. Petra Merten litt erst über Jahre an Migräne, dann war da aber plötzlich ein völlig anderer Schmerz im Kopf. Der Schmerz, den ich dann bekommen habe, das war nicht ein Kopfschmerz, so wie man kennt, so entweder um die Augen herum oder klopfende Schläfen oder irgendwie an den Stirn, sondern es war richtig wie ein heftiger Stich, ein Messerstich in den Nacken hinein. Und deswegen, also das war keine Art von Migräneschmerzen. Also das wusste ich von vornherein, dass das was anders sein musste. Eine Ader in ihrem Gehirn hatte sich geweitet. Das passiert bei jedem 20. Erwachsenen. Bei Petra Merten aber ist dieses sogenannte Aneurysma geplatzt. Diagnose Hirnblutung. Zwei OPs folgten. Beim ersten Mal hat man operiert und war auch eigentlich ganz guter Dinge. Mir ging es auch gut. War dann schon wieder auf dem Weg der Besserung. Ja, und auf einmal habe ich genau diesen gleichen Schmerz wieder erfahren. Ja, und dann ging es mir auch richtig schlecht wieder. Also das war so schlimm, dass man eigentlich gar nicht sagen konnte, man kann aufhören, man musste richtig jammern vor Schmerzen. Die Ärzte hatten die Ader beim ersten Mal nicht richtig verschließen können. Die damals 33-Jährige musste wieder unter das Messer, diesmal 8 Stunden lang. Da waren noch andere, wo ich gesehen habe, eigentlich, was ich für ein Glück hatte, so auch mit diesen Sachen davon gekommen zu sein. Manche haben ja ihre eigenen Familie nicht wiedererkannt. Ja, Dr. Fahrich, die eigene Familie nicht wiedererkennen, das hat ja schon mit Gedächtnisverlust zu tun. Ist es immer so dramatisch, wenn ein Aneurysma vorliegt?
Ein Aneurysma kann dramatisch werden, und zwar in dem Moment, wenn es platzt und es wirklich zu Blutungen kommt. Und das ist eine lebensbedrohliche Situation. Da können Gehirnanteile absterben, es kann zu irreparablen Schäden kommen, also ein wirklicher Notfall. Aber das ist wirklich zum Glück ja eher selten. Aber das Beispiel zeigt sehr schön, die Patientin sagte, dass die Charakteristik ihres Schmerzes sich geändert. Sie wusste genau, jetzt ist was anderes passiert, ein Messer ist ihr in den Kopf gefahren. Also das spürt der Patient dann schon. Und muss in so einem Fall dann immer operiert werden? Es gibt heute viele neue Behandlungsmethoden, die uns wirklich in der Medizin weitergebracht hat. Man kann mit Kathetern in die Arterien gehen, sie mit bestimmten Metallprothesen dann die Blutung versuchen auch zum Stillstand zu bringen. Man kann diese Aussackung der Gefäße, die Aneurysma, mit solchen Metallstützen ausschalten. Also eine Operation muss vielleicht nicht immer sein. Wenn aber die Blutung selber eingetreten ist und in das Gehirn reinfließt, ist meistens kein anderer Weg, als eine Notoperation zu machen. Mhm. Bleiben wir noch mal ganz kurz, um dann sofort wieder da dorthin zurückzukommen, bei einem normalen Kopfschmerz in Anführungsstrichen. Wie lange darf ich den unbedenklicherweise mit Medikamenten behandeln? Selbst, ohne zum Arzt zu gehen. Ja, ich finde immer viel wichtiger, an die Ursache ranzukommen. Wir hatten ja vorhin den Spannungskopfschmerz, der, wie gesagt, der weitaus häufigste Kopfschmerz ist, angesprochen. Und wenn man dann mitbekommt, zum Beispiel als Frau, immer wenn ich höhere Hacken trage einen Tag, dann kann sein, dass die ganze Statik der Wirbelsäule nicht mehr stimmt, die Nackenmuskulatur verspannt sich, am nächsten Tag habe ich Kopfschmerzen. Also man muss versuchen, da ranzugehen. Klar, die Kopfschmerzmittel helfen und sind auch segenreich, wenn es einem richtig schlecht geht, dass man das nimmt. Aber man sollte nicht immer gleich zur Pille greifen und es einfach sozusagen bedämpfen, sondern man muss versuchen, die Ursache herauszubekommen, um dann eben besser vorzubeugen. Wenn ich jetzt nicht herauskriege, was die Ursache ist, wann sollte ich zum Arzt? Ich denke, man sollte mit einem chronischen Kopfschmerz immer zum Arzt. Einfach, um gerade auch den hohen Blutdruck auszuschließen, der dahinter stecken könnte. Und man sollte dann mit dem Hausarzt eng in Kontakt bleiben, um an die Ursache heranzukommen. Nun gibt es natürlich auch die Menschen, die ganz genau auf ihren Körper hören und jede Kleinigkeit sofort bemerken. Und gerade beim Kopfschmerz dann auch sofort an einen Gehirntumor denken. Ja, der Gehirntumor ist eigentlich etwas, was selten primär einen Kopfschmerz auslöst, sondern er macht sich mit ganz anderen Symptomen bemerkbar. Es kann zu Krampfanfällen kommen, zu Erbrechen kommen. Also auch hier ist eigentlich der Kopfschmerz nicht so das typische Symptom. Was mir sehr wichtig ist, gerade für die älteren Patienten immer wieder darauf hinzuweisen, dass so einseitige Kopfschmerzen, die in der Schläfe entstehen, die man merkt, wenn man die Brille dort drückt und einen stört. Sowas können Gefäßentzündungen zum Beispiel sein, die unbehandelt sogar bis zur Erblindung führen können. Also es lohnt sich immer schon, mit dem Hausarzt nochmal das zu besprechen, um zu differenzieren, ist es jetzt wirklich etwas Wichtiges, was man hier versäumt, oder hat es Zeit? Also schon eine Idee auf seinen Körper hören, aber in dem Moment, wo was ganz Außergewöhnliches eintritt, unbedingt zum Arzt gehen, auch bei Kopfschmerzen. Sie können das alles nachlesen, Sie wissen das, auf unserer Textseite 360 und natürlich auf unserer Website. Vielen herzlichen Dank, Dr. Fahrrecht, dass Sie bei uns waren. Danke. Sehr gerne.